Bevor wir mit dem eigentlichen Projekt starten, erstmal recht herzlichen Dank an fensterversand.com, die haben mir dieses Fenster sowie auch nötiges Equipment zur Verfügung gestellt. Alles, was du für diese Fensterdemontage und Montage benötigst, findest du direkt unten in der Videobeschreibung verlinkt. Sprich Werkzeug, Sägeblätter, gewisses Bauschaum, Silikon, alles, was du jetzt siehst in diesem Video, werde ich dir Stück für Stück unten auflisten. Und unten findest du noch mal einen Link von fensterversand.com. Dort bekommst du unter anderem Fenster in Kunststoff, Holz und Aluminium, aber auch Haustüren, Nebeneingangstüren, Terrassentüren, Schiebetüren, Pergolamarkisen, Markisen, Garagentore, Sektionaltore. Also wirklich ein ganz, ganz breites Spektrum für dich, wo du dich austoben kannst, ja, und quasi alles selber einbauen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Bevor wir jetzt mit der Montage beginnen, gucken wir natürlich, dass wir den Boden ein bisschen auslegen mit Schuhmaterial und wir überprüfen natürlich, ob auch alles da ist an Zubehörmaterial und überprüfen nochmal das Maß von dem Fenster. Nicht, dass es nachher eine große Überraschung gibt, wir bauen das alte Fenster aus, wollen das neue einsetzen und es passt nicht. Dann hängen wir den Fensterflügel aus. Dazu steckst du den Fenstergriff in den Fensterflügel rein, stellst ihn auf waagerecht, nimmst die Abschlusskappen oder Abdeckkappen ab und schlägst den Bolzen nach unten und dementsprechend kannst du dann deinen Fensterflügel aushängen. Und das gleiche machen wir beim alten Fenster auch. Manchmal zerspringen sogar schon die Kappen, wie jetzt hier. So, gucken. Waagerecht. Ja. Das. Jetzt können wir das Fenster bzw. den Fensterrahmen rausbauen und normalerweise kannst du hier mit einer Akkuschraube auch die Schrauben herausschrauben und diese dreht sich und die anderen haben sich gerade überdreht, weil die einfach über die Jahre festgerostet sind. Wir kommen aber trotzdem nicht drum herum. Wir müssen das Ganze mit einer Säbelsäge einschneiden, immer Stück für Stück und dann mit einem Kuhfuß das Ganze heraushebeln, damit wir dann das Mauerwerk oder die innere Tapete oder je nachdem, was sich da befindet, nicht so stark beschädigen, schneiden wir das Ganze mit einem Cutter vorweg ein. Und um das Fenster jetzt rauszutrennen, verwende ich hier so eine Säbelsäge. Gibt es natürlich auch kabelgebunden oder mit Akku. Und wichtig ist, wenn ihr jetzt ein Fenster aus Kunststoff habt, im Kunststofffenster ist auch ein Metall. Kern drin. Das heißt, ihr braucht ein Metallsägeblatt. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr jetzt ein Holzfenster habt, braucht ihr natürlich ein Holzblatt. Und mit so einer Säge könnt ihr dann den Rahmen zersägen. Ihr müsst natürlich aufpassen, dass ihr den Putz nicht beschädigt. Es lässt sich natürlich nicht vermeiden, dass außen ein bisschen Putz abblättert. Müsst ihr dann nachträglich dann verputzen. Ja, es ist immer so ein bisschen so eine schwierige Sache, aber es ist wirklich möglich, so einen Fensterrahmen ohne großen Schaden auszubauen. Mal gucken, ob mir das heute gelingt. Nachdem wir den Fensterrahmen dann entfernt haben, solltet ihr versuchen, wirklich den ganzen Staub, den ganzen Schmutz, auch den alten Bauschaum so gut wie es geht zu entfernen, damit wir eine gute Grundlage haben für die neue Dämmung. Und jetzt können wir auch das Fenster reinstellen. Übrigens siehst du jetzt hier bei der Fensterbank einen Versatz von 20 mm in etwa. Das ist ganz wichtig, wenn du das Fenster bestellst bzw. ausmisst, dass du darauf achtest. Es gibt auch ein extra Video, wo ich das erkläre. Und ja, jetzt sehen wir halt, warum, weshalb und für was das Ganze ist. Und danach geht es daran, das Fenster zu verkeilen. Es gibt Kunststoffkeile, es gibt Holzkeile. Damit kannst du das Fenster einmal ringsherum festkeilen und ausrichten auf Lot. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir wollen ja nicht, dass unser Fenster nachher hängt oder von alleine aufgeht, wenn ich es geöffnet habe. Und deswegen musst du ganz genau wirklich sehr penibel darauf achten, dass auch wirklich alles in Lot ist.
Insgesamt habe ich jetzt 4 solche Holzkeile gesetzt an jeden Eckpunkt ein und damit kannst du wirklich das Fenster ideal einstellen. Es gibt hier natürlich auch einen Kunststoff und es gibt auch sogenannte Glasklitze. Damit kannst du das Fenster auch nochmal auf Breite, Höhe und Tiefe einstellen bzw. ausgleichen. Im Anschluss können wir unser Fensterrahmen auch verschrauben. Ihr könnt natürlich da die unterschiedlichsten Dübelarten nehmen. Ich nehme am liebsten hier sogenannte Fensterschrauben, Fensterrahmenschrauben. Die musst du auch nicht vorbohren, die schraubst du einfach so rein. Und wenn das ja schwergängig geht, umso länger die sind, umso schwergängiger geht das Ganze, dann bohrst du halt mit einem 5er Steinbohrer vor. Aber in dem Falle geht es wirklich sehr, sehr einfach. Und wichtig ist natürlich beim Fixieren, dass du immer wieder das Lot überprüfst, damit auch ja kein schiefes Fenster eingebaut ist. Weil am Ende nochmal neu bohren und dann das Ganze ausrichten ist schon ein bisschen schwierig. Jetzt können wir loslegen mit den Dämmen. Ich habe jetzt vorweg hier alles abgeklebt, einen günstigen Kreppband. Ihr müsst natürlich darauf achten, wenn ihr das abzieht, dass ihr die Farbe oder die Tapete nicht abzieht. Ich habe Erfahrung gemacht, dass mir das immer wieder rausquillt, dieser Bauschaum hier, den ich hier gleich reindrücken werde. Und für Geübte, die wissen, wie viel sie reindrücken dürfen. Ich bin nicht so geübt. Bei mir geht das jedes Mal in die Hose und dann habe ich nämlich eine riesengroße Sauerei. Es gibt zwar einen PU-Schaumreiniger, aber bitte versucht, so sauber wie möglich zu arbeiten, denn wenn es nachher auf dem Fenster kommt, auf Kunststoff, kriegt ihr es nachher nicht mehr runter. Deswegen habe ich auch hier die Schutzfolie dran gelassen und auch hier außen habe ich auch wieder abgeklebt. Es gibt zwei unterschiedliche Schäume, einmal ein Komponentenschaum und einmal ein Zweikomponentenschaum. Die unterscheiden sich einfach nur dadurch, durch die, wie lange die brauchen, um auszuhärten. Das hier ist, glaube ich, meiner Meinung nach sogar ein Einkomponentenschaum. Das heißt, da brauchst du ein paar Stunden, bis der dann hart wird oder fest wird. Wichtig noch zu erwähnen, ich habe das Fenster gerade eben noch mal rausgenommen, also vorm Festschrauben, und habe ein Kompriband gesetzt. Ein Kompriband ist auch ein Dichtband, was man außen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk klebt. Besser gesagt, man klebt es auf dem Rahmen drauf und es quillt dann mit der Zeit alleine auf und das Ganze ist dann außen dampfoffen. In drinnen muss das Ganze dampfdicht sein. Ihr könnt auch hier anstatt Schaum beispielsweise Stahlwolle verwenden, Steinwolle oder einfach nur Glasfaserwolle reinstopfen. Das geht genauso. Oder ihr könnt auch ein Kompriband verwenden, was dampfdicht ist. Das ist ein bisschen breiter. Das ist so. Das könnt ihr auch raufkleben. Das quillt dann auf. Also so, wie ihr wollt. So, wollen wir mal. Also, normalerweise braucht ihr für so ein Fenster eigentlich immer nur eine Kartusche. Hier sind auch Handschuhe dabei und die würde ich in der Tat auch wirklich anziehen. Jeder, der schon mal mit Bauschaum gearbeitet hat, der weiß, das ist echt nicht angenehm, wenn man das auf die Fände bekommt. Und deswegen verwende ich auch die mitgelieferten Handschuhe. So, zack, Nummer 1, dann Nummer 2. Und da müsst ihr einfach nichts tun, außer das Ganze jetzt hier öffnen, das Ganze draufdrehen. Zack. Natürlich in ihr Gesicht spritzen. So, und dann müsst ihr einfach nur hier drücken und dann kommt schon der Bauschaum raus. Natürlich vorweg kräftig schütteln, wie so eine Sprühdose. Und dann haltet die Dose bitte immer so, damit auch wirklich alles rauskommt. So, das ist wirklich jetzt die schwierigste Arbeit an der ganzen Sache, das Ganze verschäumen, also für mich jedenfalls. Wie ihr sehen könnt, habe ich so ein bisschen übertrieben, es ist rausgequollen und deswegen habe ich das Ganze vorweg abgeklebt. Ein kleiner Tipp, wenn ihr jetzt ein Fenster habt, also nur ein Fenster, dann besorgt euch bitte 2 solcher Flaschen, falls ihr zu langsam arbeitet und die Spitze wirklich vorne zuklebt bzw. aushärtet und dann ärgerst du dich natürlich, dass du mit deiner Arbeit nicht weitermachen kannst, musst dann im Baumarkt fahren, ihr wisst, was ich meine. Also der Schaum braucht wirklich noch eine Weile und das Fenster ist ja fixiert durch die Schrauben, deswegen können wir auch jetzt wieder das Fenster einhängen. Ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, nicht, dass wir jetzt gegen den Schaum kommen und so, ne? Aber bevor ich jetzt eine Kaffeepause mache, hänge ich lieber das Fenster ein. Zack, Fenster ist drin. Vorsichtig schließen. So, und jetzt gibt es einen Kaffee.
In der Zwischenzeit kümmern wir uns um die Fensterbank. Diese ist aus Aluminium und die habe ich gleich passend mitbestellt in einer passenden Farbe. Die müssen wir nur noch die Bordstücke raufstecken und das macht ihr am besten mit so einem Gummihammer oder einem Schonhammer. Im Anschluss nehmen wir Antidröhnen. Das ist so eine Dröhnenmatte quasi, die man unten dran klebt auf der Rückseite von der Fensterbank, damit, wenn es regnet, es nicht so doll dröhnt. Also kennt ihr ja wahrscheinlich, ne? Wenn ihr jetzt eine kleine Gartenlaube habt oder eine Blechhalle, dann würde das ziemlich laut Geräusche von sich geben und das verhindert es halt. Und dann müssen wir noch eine Dichtung raufbringen und diese auf Maß zuschneiden und dann können wir auch die Fensterbank einsetzen und festschrauben. Dafür wurden auch passende Schrauben mitgeliefert, diese in den gleichen Farbton sind wie beim Fenster bzw. von der Fensterbank. Festschrauben und fertig ist auch die Montage der Fensterbank. Jetzt müssen wir nur noch verleisten. Der Schaum, das ist jetzt mittlerweile schon einen Tag vergangen. Also wenn ihr zwei Komponenten Schaum nimmt, dann geht das Ganze schneller. Macht am besten das Fenster auf, so könnt ihr da besser drankommen. Und dann nehmt ihr einfach einen Cutter, ein scharfes, und schneidet einfach entlang vom Fenster. Natürlich Vorsicht, nicht, dass ihr das Fenster beschädigt. Und dann schneidet ihr einfach den Schaum bündig ab. Um jetzt den Übergang von Fensterrahmen zur Wand, also dort, wo unsere Ritze ist von dem Bauschaum oder vom Dämmmaterial abzudecken, könnt ihr es einerseits mit einer Acrylnaht versiegeln, wenn ihr es später nochmal überstreichen wollt, oder ihr nehmt einfach hier solche Abdeckleisten, gibt es einen Kunststoff, gibt es ein Holz in unterschiedlichen Dekorarten und Farben und die könnt ihr einfach draufkleben. Wie du sehen kannst, steht das Fenster und die Farbe passt natürlich auch zur Eingangstür. Jetzt noch nicht wegschalten. Wenn du jetzt passendes Werkzeug suchst zum Einbau, was ich dir empfehlen kann, dann wirst du unten in der Videobeschreibung noch mal ein paar Links finden, sowie auch den Hersteller fensterversand.com. Und ich werde dir noch mal eine Liste erstellen von Videos, denn es gibt wirklich ganz, ganz viele Videos von mir, wie du beispielsweise Fenster einstellen kannst, wie du den Anpressdruck vom Fenster einstellen kannst, wie du einen Türschließer einstellen kannst. Ich zeige dir, wie du ein Fenster ausmessen kannst. Ich zeige dir beispielsweise, wie du eine Haustür ausbauen kannst und natürlich auch messen kannst und bestellen kannst. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele Videos von mir und die werde ich hier unten nochmal alle verlinken und am besten lässt du ein Abo da, denn so bist du abgesichert und kannst ja quasi kein Video mehr verpassen, wenn du zum Beispiel Rollläden einbauen willst und. Also das Spektrum ist wirklich ganz, ganz groß. Ja, und ich würde mich natürlich über einen Handwerker-Daumen nach oben von dir freuen, wenn ich dir weiter geholfen habe. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, wenn du Bock hast. Bis dahin, euer Mr. Handwerk. Ciao.